Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Landwirtschaft Simulator 17 auf der Stammbach. Wieder mit dabei unser Längsa. Prost. Ja, Prost. Lass dir schmecken, ne? Sicher. So. Machen wir mal das Mähwerk dran hier. Kann ich eigentlich den... Ach nee. Oh doch, den Frontlader könnte ich ja gleich mitnehmen. Könntest du tun, der steht beim Shop. Weiß zwar jetzt noch nicht, für was du den Frontlader brauchst. Ja, na, dass er dran ist, dass er nicht in der Kante rumsteht, aber egal. Ja, der steht ja momentan beim Händler, weil wir ihn da brauchen. Ich stehe ja gerade, ja, ich stehe ihn ja gerade. Ja, und beim Händler brauchen wir ja noch, wenn wir wieder... Ach so, wegen... Ja, ja, alles klar. Aber irgendwo steht noch eine Frontladerarmatur rum. Ja, zwei haben wir, das weiß ich auf jeden Fall auch. Gucke ich nachher mal. Da hole ich die andere irgendwann mal. So, jetzt war ich immer noch stehen geblieben, welchen Ladewagen ich... Ich muss mich erstmal als Admin anmelden. Schön, dass du das jetzt wieder erst machst. Wieso? Ist kein Problem. Ich darf nur nicht zu weit gehen. Ja, aber dann... Ja, gut. Das ist egal. Jo. Kommt ja keiner drauf. So. Gut. So. Ladewagen. Also ich nehme den Bergmann-Ladewagen für 68.000. Mache das. Oder nehme ich doch den ganz kleinen. Ne, der kleine ist scheiße. Wie viel gehen da rein? 21.300 und den großen gehen 34.000 rein. Dann sehen wir einen kleinen Trecker, wie er Männchen macht. Nö, der braucht 120 PS. Ach komm, ich nehme den ganz kleinen. Verkaufen können wir immer wieder, wenn er... Für die paar Schafe, die wir jetzt haben. Dann gleich. Ein paar. Eins. Ja, es wird sich doch nachher gleich ändern. Ich fahre jetzt Gras ein. Was? Harald. Harald. Holger. Holger. So. Le Carté und dann fahren wir einfach zu ja, unserem. Dann würde ich sagen, kaufst du noch schnell oder ich kauf's fast dann selber und hol schon mal was dafür. Nur das Fass kannst du holen. Alter, oh, hier ist so wenig Platz. Weißt du, mit. Ich. Nee, in der nächsten Aufnahme mache ich mit Controller. Das geht so nicht weiter. Ich habe hier so dermaßen zu rudern. Ja, nix mi. Du bist ja zu faul, dein Lenkrad anzuschließen. Ich will's mir ja gleich richtig einstellen. Ja, ich hatte meins schon zweimal eingestellt, aber naja. Klappt halt nicht durch. Oh, Bürgersteig! So. Ich habe fertig. Ich will immer rüber greifen zum Schalthebel. Ich bin es noch gewohnt. Alter, fährst du mal ein bisschen langsamer da hinten? Ja. Na du! Wieso? Na du gehst da hinten runter, Junge! Es geht bergab, ich bin nur gerollt! Ja, ja. So, hier ist doch gar nicht drauf. Das sind doch... Ist ja noch nicht angreif, oder? Haben wir da vorher mal nachgeguckt? Das ist doch aber egal, wo ich lang fahre, ne? Ey, ich hab Gras immer so eingesammelt. Ich hab nie Felder gemacht, wo Gras drauf ist. Ja, das ist schon abgeerntet. Ach, ja. Oh, was ist denn jetzt angekoppelt? Was ist abgekoppelt? Ach, ich krieg's blanke Kotzen. So. Also nächste Runde auf jeden Fall mit Controller.
Mähwerk anschalten. Ja, Osti, was willst du da ernten? Jetzt muss ich erstmal klarkommen mit der Steuerung. Ja, ich kann dir nicht weiterhelfen, weil ich sag dir wieder nur, wie es auf der Tastatur belegt ist. Früher konnte man einfach mal Gras so einsammeln, aber es geht ja gar nicht mehr hier. Ja, ist logisch, wenn nichts da ist. Gibt's hier nicht irgendwo Freifläche? Nö. Ich bleib gekotzen, Alter. Ja, warte mal. Wir haben was von Holz gesagt, haben wir das Sägewerk. Sägewerk haben wir, ja. Hast du gerade? Ich lasse den Träger jetzt hier stehen. Ich lasse ihn jetzt einfach hier stehen. So, was mache ich jetzt? Motor abschalten, das Ding bleibt jetzt so lange stehen, bis das Gras gewachsen ist, Alter. Da brauche ich jetzt auch noch keine Schafe zu kaufen. Da wir haben überhaupt kein Sägewerk. War hier schon wieder ein Sägewerk? Wohin? Ich war da vorhin schon drauf. Der Palettenverkauf. Ja. Ich hab's davor nie unten gesehen. Mensch, warte mal. Kuhweide. Nö, haben wir gar nicht. Hä? Aber das hat sie mir vorhin angezeigt. Wollehandel. Ist egal, ich muss jetzt langsam mal was machen. Ich kann nicht die ganze Zeit nur im Menü rumjaucheln hier. Ich glaube, diese Map ist gar nicht für Forstwirtschaft mit ausgelegt. Doch. Bretterverkauf, also muss ich irgendwo Bretter herkriegen. Ne? Guck mal, wo hab ich das vorhin gesehen? Auf jeden Fall muss es hier irgendwo ein Sägewerk sein. Ja, ich hab's gefunden. Wo ist es denn? Bei Feld 74. Aber welch ein Zufall. Müssen wir auch was kaufen. Naja. Für 250.000. Wir müssen es ja nicht unbedingt an das Sägewerk verkaufen, oder? Du brauchst aber schon das Sägewerk, um Holzbretter zu machen. Kannst du auch die ganzen Stämme verkaufen. Und wo verkauft man die nochmal? Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Das ist ja jetzt Wurst. Rinderhof 2, alles klar. Feld 72, wo ist denn das? 74. Ach ja. Ah, okay. Alles klar. Da wäre einmal das Sägewerk. Für 250.000, was ist das hier oben drüber? Ach, das gehört mir dazu, oder wie, oder was? Jo. Okay. Sehr interessant.
Längser? Ja. Wir brauchen Geld. Ach nee, das ist aber mit diesem Seasons-Mod gar nicht so leicht. Mhm. Deswegen bin ich am Überlegen, ob wir unseren Feld holen. Ja, und aus die dann holen wir auf Feld und wir müssen trotzdem dann warten. Ja, freilich. Ja, soll ich jetzt das Sägewerk kaufen, dass wir wenigstens Holz machen können? Das ja, dann müssten wir dann aber auch einen kleinen Holzhänger dafür kaufen und wenigstens eine Kettensäge. Kleiner Holzhänger 54.000, Kettensäge 1.000 Euro. Sind 55.000, sind 305.000. Oh, mach was du denkst. Vorher kaufe ich noch für das Wasserfass das kleine. Wie viel kostet das? Guck, bin ich gerade am gucken. Dann müssen wir auch warten, bis das Gras ja, wieder fertig ist. Bei 9.500. Mhm. Ja, Wasser brauche ich. Das kann ich ja trotzdem schon mal reinmachen. Ja, klar, 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 freilich. So, jetzt gib aus, was du willst, ist mir Wurst. Frage ist, kann man hier einfach Bäume umsägen? Das ist ja das Nächste. Und wenn ja, wo? Also Osti, ich würde jetzt mal sagen, einfach ganz einfach hier unten im Wald. Ja. Oder hier. Wir könnten zum Beispiel... Unter der 75 machen wir keinen Schlag. Unter Feld. Über der 93. 75 ganz links, wo ich gerade bin, unten drunter. Ja, da können wir auch machen. Da ist erstmal so ein kleines Feldel da. Ja, dann machen wir da. Und dann haben wir ja ganz weit unten, da ist ja noch so viel Wald. Jo. Okay, na dann schlagen wir jetzt mal eiskalt zu hier. Jetzt wird Kohle ausgegeben. Oh, scheiße, ich kann gar nicht hingucken, ey. Ja, dann lass es. Wir können ja eine Anzahlung. Wieso geht hier jetzt das Tor auf? Ach so. Wir können ja eine Anzahlung machen. Es produziert aus Hackschnitzeln und Stämmen Holzpaletten, die in der Schreinerei. Das S produziert aus Hackschnitzeln und Stämmen Holzpaletten, die in der Schreinerei die Nagler in Unterharnsbach ja, da war ich schon verkauft grad. Werden können. Ja, weiß ich, da war ich gerade schon. Gehört das uns? Das ist eine Verkaufsstelle. Okay, alles klar. Dann ja. Einbezahlt, Kosten. Wollen wir erstmal nicht alles ausgeben? Ich weiß ja nicht, wie das abläuft. Das weiß ich auch nicht, weil dieses Prinzip ist neu für mich. Okay. Mit diesen Anzahlen. Ach komm, wir kaufen es gleich richtig. Was soll denn das? Na. Stehen wir davor und zahlt irgendwas nicht hin, wir haben keine Kohle, weißt du wie? Wir stehen da sowieso davor und haben keine Kohle. Geil. Wo war jetzt der Witz drin? Alles gut. Alles wird gut. So, Rohstoffe, Brennstoffe, Holzstämme, Produkte. Was? Ja, Brennstoff müssen wir erstmal gucken, wie wir das machen. Was wir da erstmal für den Anfang nehmen. Produkte, Hackschnitzel und Bretterpaletten. Ja. Am Ende versorgt sich ja selber. Hackschnitzel sind ja dann Brennstoffe. Ja, also brauchen wir erstmal Nee, du kannst aber glaube ich auch erstmal Stroh oder sowas nehmen. Jetzt haben wir hier Hackschnitzel, komm hier hin. Was ist denn das? Ja, jetzt die Frage, wo kriege ich Wasser her? Wir haben mehrere Wasserstationen, kannst du auf der Karte einsehen. Kann ich auf der Karte einsehen, wo? Ja, musst du mal durchschalten. Denke ich mal. Wir haben auf jeden Fall Wasserstationen. Ja, die werden wir aber nicht auf der Karte angezeigt. Oder mal. So.
Ich dachte, bei unserem Hof war auch so eine Wasserstation. So, warte mal, jetzt wollte ich gucken, ob das daneben auch gleich mit dazugehört. Nicht, dass man hier. Das müsste eigentlich mit dazugehören. Ja, genau, das gehört mit dazu. Da können wir da reinfahren. Bretterpaletten, Produkte, Leerpaletten. Okay, Bretterpaletten dann hier hin. Alles klar. Ach, hier ist auch noch ein Fahrsilo. Ach, und hier können wir die ganzen Stämme reinschmeißen. Ja. Alles klar. Hier ist noch ein Fahrsilo. Also im Großen und Ganzen, wir haben eigentlich viel Platz und ja. Dann lasse ich jetzt erstmal den Ladewagen und das Ding dort stehen. Hol das Gewicht wieder ab, weil es so lustig ist und ja. Ich weiß nicht, soll ich jetzt schon mal Holz machen? Ich habe keine Ahnung, weil ich habe ein bisschen Angst wegen Geld. Ja, dann mach auch nur Holz. Na, die Felder sind ja jetzt alle fertig, oder? Ja. Wenn ich jetzt irgendwann mal Wasser finde, dann kann ich ja Holz fällen und du kannst von mir aus dann aufladen. Ich habe keinen Plan mehr, wo das Wasser gab hier. Ich bin schon zu raus aus der Map. Steig immer aus. Ich mach gleich einen Controller dran, Alter. Ich hab die Faxen gleich so dicke, Junge. Na, es fehlt jetzt noch, dass der Traktor noch umkippt. Alles klar. Stappenbach, ey. Wenn ich jemals nach Stappenbach fahre, ihr könnt euch auch was bereit machen, sag ich. Wenn es da wirklich so aussieht, ey. Kannst du ja nur mit dem Moped langfahren. Nutzwasserentnahme. Bist du jetzt zufrieden? Weiß ich noch nicht, muss das gucken, ob es funktioniert. Ja. Hast du die Gabeln zurückgesetzt? Ich hab irgendwas zurückgesetzt, ja. Die zwei Frontlader hast du zurückgesetzt, ja. Ja, wir bräuchten ja dann auch noch eine Schuppe dafür, glaube ich. So, ich hab Wasser gefunden. So, Gewichte ist dran. And now, we are kaufing Le Kettensäg. Aber nur von Stiel, bitte. Bist du behämmert oder was? Ich arbeite wohl mit Stiel, aber bei der 8 so oder was? Und ich arbeite wohl mit Husqvarna oder was? Husqvarna ist das Beste, was es gibt, Junge. Ich bin Forstwirt. Ich habe jahrelang mit Husqvarna gearbeitet. Schade, dass es keine Dolmar gibt. Die hätte ich nämlich noch eher genommen. Dolmar gibt's doch. Nee, Johnsoret und McCulloch. Nein, ich möchte eine Stiel. Die heißt nicht Stiel, die heißt Stiel, Junge. Von mir aus auch Stiel ist mir scheiße. Warum denn? Hä? Warum denn? Ich mag Stiel. Ich mag Husqvarna. Ja, dann kaufen wir halt zwei. Die tausend mehr wieder kommt. Nee, du kannst ja, wenn du eine kaufst, haben sie ja alle. Nein, ja, du kannst zwei kaufen. Da kannst du durchscrollen. Und das nächste Mal sagst du mir kurz Bescheid, wenn du was kaufst. Der Lenker. Irgendwann läufst du mir um den Weg. Und dann frage mich nicht, warum ich dir alle gescheuert habe.
Ach, du kannst mir mal sowas von dem Buckel runterrutschen. Was wollte ich jetzt kurven? Ach ja. Oh, hier ist auch noch ein Fahrsilo. Ach du. Ich weiß ja nicht, was du gesucht hast vorhin. Ich finde hier ein 54. Silo nach dem anderen gerade. Das ist doch schön für dich. Oh, ich habe sogar hier auch noch was an der Stelle, sehe ich gerade. Und noch ein Hof, das wird dann meiner. Den reserviere ich mir. Reservieren ist nicht. Warum nicht? Läuft nicht. Ja, sicher. Hier, da ich dann die Viehwirtschaft mache, ist nehme ich den Hof, reserviere ich mir diesen Hof, weil der ist in der Nähe von den Viechern. Ne? Nö. Sicher. Nee. Diskutiere ich gar nicht. Ich auch nicht. Ich gucke mir dann erstmal alles in Ruhe an und dann wird entschieden. So, Holzeinstellungen, Ballen, Holz. Am Ende Okay. findet ihr dort nicht mal. So. Ja, wo brauchen die scheiß scharfe Wasser jetzt? Das musst du in so ein Tränke hineinkippen. Achso, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ach, oh mein Gott, jetzt geht's los mit Waldarbeit. Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Der Längsander ist, die verabschieden sich jetzt. Lasst euch gut gehen. Bis dann. Ciao. Ciao.